Ich bin Patrick Bengondo, 34 Jahre alt, Stürmer bei FC Winterthur. Ich bin Cup-Held geworden gegen GC im 16. Finale 2005. Ja, war ein Spezialmatch, weil erstens ist ein Derby und man hat gespürt, dass Winterthur will unbedingt diesen Sieg und ich wollte unbedingt etwas machen. Das geht vielleicht, das läuft mit meiner Mentalität vielleicht, dass wo gibt große Rendezvous, ich muss dabei sein. Ich wollte auch meinen Beitrag in diese Richtung bringen und zum Glück hat geklappt. Und wie? Ja. Ja, wann wir reden von diesen drei Toren, sie sind immer noch in meinem Kopf wie gestern. Erste Tor mit Mikari, der schnellste Spieler, die laufen auf Seite, ich laufe einfach hin. Super Flanke und komme mit Kopfball, meine Stärke. Zum zweiten Post, Goal. Coltorti, es tut mir leid, war zu gut platziert. Zweite Tor, Mikari, der gleiche Mikari, schnell als alle, laufen nochmal auf linke Seite, Flanke. Und ich komme mit einer Kretsche und Ball, ja, lande im Tor. Zweite. Und dritte Tor ist eine sehr schöne Aktion von Mannschaft mit vielen Bewegungen. Und am Ende kriege ich diesen Ball auf meinen linken Fuß. Meinen linken Fuß. Einfach, ich schiebe Ball und das war der dritte. Ja, ich habe viel gegeben, aber mit Unterstützung von diesen Fans. Ich war nie müde. Ich habe noch dieses Bild, das nach dem Match raus, für rausgehen auf Platz, sie haben mich getragen, weil ich war kaputt. Ich habe noch dieses Bild. Ich lege am Boden, dann sie kommen, Bengo kommen, sie haben mich so getragen bis raus. Ich habe alles gegeben, ich war leer. Aber ich war glücklich. Köp ist immer etwas speziell. Es gibt eine spezielle Atmosphäre. Du merkst, in der Stadt, alle sind bereit. Sie wollen alle kommen zu diesem Match. Zum Glück, wir haben auch diese neue Tribüne. Dann gibt es Platz für alle. Wir wollen etwas zu unserer Stadt geben. Wir wollen etwas mehr erleben diese Saison. Und dann, wir werden alles geben für weitergehen. Ich persönlich werde meinen Beitrag bringen, weil ich möchte gerne etwas anderes leben mit der FC Winterthur, eine schöne Abenteuer.